Der steirische FPÖ-Abgeordnete Josef Riemer, der wird der Nächste sein, wird nun die Aufhebung des totalen Rauchverbots in der Gastronomie verteidigen. Geschätzte Frau Präsidentin, Frau Bundesminister, Kollege Kucher, ich schätze dich sehr, aber bitte der Umgang mit einer Frau, auch wenn es eine Frau Bundesminister ist, soll so entsprechend sein, wie sie es gehört. Auch das würde der Würde des Hauses entsprechen. Das Zweite ist im alten Seminardeutsch für den Kollegen Noll, der ist ja ein ganz großer Universitätsprofessor, würde ich sagen, wie innen so außen, wie oben so unten. Das bedeutet, wenn man selbst raucht, soll man nicht anderen Leuten Lehrbeispiele erteilen. Man soll ein besseres Beispiel abgeben. Das wäre das Nächste, was ich einbringen möchte. Das bedeutet aber auch, wenn ich heute, Kollege Kucher, zu dieser schwerwiegenden Thematik nichts anderes vorzubringen habe, als Angriffe gegen die Bundesregierung zu einem anderen Thema, dann ist es eigentlich sehr bedauerlich. Denn worum geht es eigentlich in diesem Nichtraucher-Volksbegehren? Erstens einmal aus meiner subjektiven Sicht ist es ein Schießen mit Kanonen auf Spatzen. 900.000 Menschen haben unterschrieben und Respekt davor. Respekt vor den ganzen Experten, ja. Respekt vor den Experten. Aber es war ja eine Themenverfehlung. Denn worum geht es denn in Wirklichkeit? Einzig ausgenommen in Österreich gibt es, bitte, ein generelles Rauchverbot. Ausnahme, also Rauchen ist in öffentlichen Gebäuden, Hallen, Festzelten, öffentlichen Verkehrsmitteln, Flughäfen und so weiter nicht erlaubt. Ausgenommen sind Bereiche der Gastronomie, in denen das Rauchen gemäß § 13a Tabak Nichtraucherinnen und Nichtraucher Schutzgesetz zulässig ist. Ausnahme gilt aber auch für Gastronomiebetriebe, die über einen eigenen Raucherraum verfügen, der auch räumlich getrennt sein muss, deren Grundfläche weniger als 50 Quadratmeter nicht unterscheidet. Und dann gibt es auch mit baurechtlichen und brandschutzrechtlichen Situationen etwas und vielleicht auch die Situation, wie man sie sieht in Konditoreien und anderen Kaffeehäusern, wo es da und durch totales Rauchverbot gibt. Also eines muss ich schon sagen, das ist ja keine Debatte, bitte, die wir hier führen, für oder gegen das Rauchen. Dass Rauchen schädlich ist, das weiß ja jeder. Aber es weiß auch ein jeder, der heute Skifahren geht, dass er einen Fuß brechen kann. Auch das muss ich sagen. Und trotzdem verurteilt niemand. Und es weiß auch ein jeder, bitte, dass jeder Bürger, jeder Kunde es die Möglichkeit hat, ich entscheide mich, ich gehe in ein Nichtraucherlokal, ich gehe in ein Raucherlokal oder ich gehe in ein sogenanntes gemischtes Lokal. Es geht hier um eine Grundsatzdiskussion, in der es geht, Verbotskultur oder Selbstverantwortung des eigenen Bürgers. Und das ist die ganze Geschichte, das kommt schon noch. Durchlesen kommt alles noch. Dann kommt es um die Thematik der Gesundheit. Das haben sich offensichtlich alle der Gesundheit verschworen. Auch die Herren Professoren, auch die Herren Experten. Aber wo haben sie dann versagt? Sie reden von den Jugendlichen, die armen Jugendlichen. Bitte, diese Bundesregierung hat das strengste Jugendschutzprogramm punkto Rauchen geschaffen, bis zum 18. Lebensjahr. Sie wissen das ganz genau, das geht vom Tabakautomaten bis in ein Raucherlokal zu gehen. Im Ausschuss war ich natürlich sehr enttäuscht, wie ich gehört habe, dass es Frauen in Wien gibt, die gehen in Raucherlokale mit ihren Babys. Ja bitte, das ist ja nicht einmal erlaubt. Und welche Frau das tut, ist auch zu hinterfragen. Die raucht höchstwahrscheinlich auch zu Hause. Und das ist natürlich nicht hinzunehmen. Und wir sind uns alle eigentlich, dass bei den Jugendlichen anzusetzen ist. Aber was haben die Experten eingebracht? Haben sie eingebracht Alternativen? Haben sie eingebracht Projekte, wie man überhaupt die erste Zigarette verhindern kann? Nein, das haben sie nicht. Sie haben das Einzige gehabt, wir erhöhen die Zigarettenpreise. So geht das aber nicht. Und 560.000 Raucher, die aufhören wollten zu rauchen, konnten mit statistischen Zahlen nichts zu tun. Diese Republik, diese Bundesregierung hat etwas gemacht. Sie schaut, dass man eigentlich vorbeugend arbeiten kann mit Programmen, die Jugend zu schützen, vor der ersten Zigarette zu warnen. Und da sind wir wohl alle als Zivilgesellschaft auch aufgerufen. Aber sich jetzt abzuputzen auf einigen wenigen tausenden Betrieben,
damit man ein politisches Kleingeld machen kann. Das finde ich bedauerlich. Ich würde mal erwarten, Rauchen für Jugendliche, dass man etwas macht. Ich würde mir erwarten, dass wir ungefähr 30.000 Drogenabhängige mit in dieses Programm nehmen. Wir würden mir erwarten, dass wir heute die Alkoholsüchtigen mit hinein in dieses Boot nehmen, die auch als Jugendliche schon beginnen, dass wir die hineinnehmen. Ich würde mir erwarten, dass wir heute die Cannabis-Tabatke vielleicht im Sinne als Einstiegsdroge für Heroin später, dass wir auch das mitnehmen. Das wäre ehrlich und das wäre zum Schutz unserer Jugendlichen. Aber keine blasphemischen Geschichten zum Lasten einiger weniger Gastwirte, die davon ihre Existenz abhandeln. Danke. Das war der Steirer Josef Friemer.